Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren Zuhörer! Ja, wir beraten heute einen Antrag der FDP zur Selbstständigkeit, Fairness für Selbstständige, Statusfeststellungsverfahren reformieren, Altersvorsorgen ermöglichen, Kranken- und Arbeitslosenversicherungen öffnen. Ich teile die Auffassung, dass gerade bei den Selbstständigen, bei den Solo-Selbstständigen in jüngster Vergangenheit sicherlich eher Unsicherheit entstanden ist oder in der Vergangenheit Unsicherheit besteht, vor dem Hintergrund, dass immer die Frage ist, sind Sie jetzt eigentlich wirklich Selbstständige oder sind Sie Arbeitnehmer? Da bin ich dann auch schon beim Statusfeststellungsverfahren, Herr Kollege Vogel, das Sie angesprochen haben. Und das ist in der Tat natürlich schon eine Problemlage, die wir haben, von der ich allerdings auch gleich vorweg schicke, dass wir es im Koalitionsvertrag erwähnt haben und auch an Lösungen arbeiten. Ja, Sie kommen mit dem Antrag etwas früher, als wir mit unseren Ausarbeitungen sind. Das hat aber auch damit zu tun, dass das Verfahren einfach sehr kompliziert und sehr komplex ist. Sie kommen jetzt daher und sagen einfach, na ja, da muss man einfach mal entscheiden und dann ist das eben so. Und man kann ja auch vorab entscheiden, so schreiben Sie es im Antrag rein, dass man sagt, wir können ja einfach, wenn das mal festgestellt worden ist, unbefristet für die Zukunft festmachen. Nein, so geht es nicht. Es geht deswegen nicht so, weil wir schon akzeptieren müssen, dass letztlich die Frage, ob jemand sozialversicherungspflichtig ist oder nicht und damit in einem Arbeitnehmerverhältnis ist oder selbstständig ist, eine Frage ist, die wir leider Gottes erst meistens im Nachhinein beantworten können, wie das Vertragsverhältnis tatsächlich gelebt worden ist. Und das ist genau das Problem, vor dem wir eigentlich stehen. Rechtssicherheit, da bin ich sofort mit Ihnen einer Meinung, wünsche ich mir in diesem Punkt auf jeden Fall und würde auch viel dafür tun und wir tun auch alles dafür, mehr Rechtssicherheit herzustellen. Nur mit den von Ihnen vorgeschlagenen Maßnahmen wird das in meinen Augen nicht so ganz funktionieren. Also ich nehme mal das Beispiel Positivkatalog, den Sie angesprochen haben. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Zeit Anfang 2000, ich glaube 2002, 2003 war es, da hat damals die rot-grüne Bundesregierung versucht, auch das Thema Scheinselbstständigkeit dadurch besser in den Griff zu bekommen, indem man einen Kriterienkatalog in den Paragraphen 7 SGB 4 einführt. Man hat es nachher wieder rausgenommen aus dem Gesetz, weil es nicht funktioniert hat. Und warum nicht? Weil natürlich gerade diese Kriterien, die man dann einführt, eigentlich auch wiederum zu mehr Rechtsunsicherheit führen, mehr Auslegungsmöglichkeiten. Deswegen halte ich es ehrlich gesagt für besser. Wir haben einen schlanken Katalog, der vor allen Dingen auch für eine Vielzahl von Lebensverhältnissen dann noch angewandt werden kann. Natürlich muss das dann auch entsprechend ausgearbeitet werden durch die Rechtsprechung. Dann sagt man ja, man kann das noch nicht der Rechtsprechung belassen. Doch, dafür ist die Rechtsprechung aber in meinen Augen auch da. Und gerade die jüngste Vergangenheit hat auch gezeigt, dass das Bundessozialgericht mit einigen Entscheidungen gezielt dazu geführt hat, dass auch mehr Rechtssicherheit entsteht, Fälle entschieden werden konnten. Und deswegen ist es egal, ob wir den Kriterienkatalog positiv oder negativ nennen, wird dieser keine Lösung sein. Ich nehme mal das Beispiel, als wir in der letzten Legislaturperiode den Paragraphen 611a eingeführt haben, den Arbeitnehmerbegriff. Da war ja auch die Frage, was ist denn eigentlich jetzt Arbeitsvertrag und was ist eben Selbstständigkeit? Damals gab es in der Diskussion ja auch einen Katalog, den man mal aufgeführt hat, einen Kriterienkatalog, mit dem man versuchte, das abzugrenzen. Und wenn man sich diesen Kriterienkatalog mal nahm und projizierte den mal auf die aktuelle Rechtsprechung, dann kam man zu dem Ergebnis, dass in einem Fall 5 Kriterien erfüllt waren von dem Katalog. Ein Kriterium war nicht erfüllt. Jetzt hätte man sagen müssen, naja, dann hätte es vielleicht ein Arbeitsverhältnis sein müssen. Aber die Rechtsprechung kam zu einem genau anderen Ergebnis. Das heißt, Kriterienkataloge helfen da in meinen Augen nicht weiter. Zu dem Punkt, den Sie fordern, künftig zeitlich unbefristet,
die Statusfeststellungsverfahren aussprechen zu können. Und nur bei wesentlichen Änderungen der Umstände dann eine Änderung vorzunehmen, das ist, wie gesagt, wie ich eben schon gesagt habe, zu kurz gesprungen, weil man sich immer das separate Verhältnis natürlich anschauen muss, wie es auch tatsächlich gelebt wird. Und das wissen wir erst nachher. Wenn Sie ansprechen, man braucht eine neutrale Stellung, einen weiteren Vorschlag aufzugreifen, dann kann ich dem einiges abgewinnen, vor allen Dingen, weil wir auch im medizinischen Bereich, im medizinischen Dienst hingegangen sind, dass in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überzuführen. Und natürlich kommt man damit natürlich dem Vorwurf, in eigener Sache zu entscheiden, etwas entgegen. Aber da muss man auch an der Stelle aufpassen. Ich denke, zunächst mal ist wichtig, mehr Personal in diese Stellen rein. Was wir brauchen zur Verfahrensbeschleunigung. Zur Verfahrensbeschleunigung ist, dass die dass nicht nur mehr Personal in diese Clearingstellen reinkommt, sondern wir müssten auch mal einführen, dass in dem Verfahren eine mündliche Anhörung ermöglicht wird. Weil rein nur nach Faktenlage zu entscheiden, wird den Tatsachen nicht gerecht. Also da müsste schon eine mündliche Anhörung rein. Und vor allen Dingen, wenn die Clearingstellen einmal entschieden haben, dann sollte diese Entscheidung auch für alle Sozialversicherungsträger gelten und nicht, dass jede Versicherung dann neu entscheiden kann. Und das führt auch zu mehr Unsicherheit. Letztes Beispiel, ich komme zum Schluss, Herr Präsident, ist, dass natürlich auch Betriebsprüfungen, die beanstandungsfrei gelaufen sind, durchaus ein Punkt der Rechtssicherheit sein könnte, zu sagen, okay, bis dahin ist alles gut gelaufen und man kann nicht weiter in die Vergangenheit gehen, weil die Fristen in die Vergangenheit hinein natürlich auch einiges an wirtschaftliches Risiko mit sich bringen. Wir nehmen den Antrag gerne zur Kenntnis, werden ihn mitberaten, aber die Vorschläge als solche, da muss man noch ein bisschen dran tun. Dankeschön. Für die AfD-Fraktion hat das Wort der Kollege Martin Hebner.